Ich heiße euch heute ganz groß willkommen hier zu einer weiteren Episode unserer VfB Oldenburg-Karriere hier in FIFA 23 und ich darf euch hier mit Freuden mitteilen, dass die heutige Episode eine ganz besondere Episode ist. Warum, fragt ihr mich wahrscheinlich? Dazu gibt es sogar zwei Gründe. Ich würde sagen, ich beginne diesmal einfach mal mit dem spannenderen Grund der beiden Gründe. Ihr seht nämlich hier die Tabelle genau richtig. Wir sind auf Platz 13, soweit eigentlich eine ganz gute Platzierung. Wir wollen ja weg von den Abstiegskämpfen, vom Abstiegskampf, weg von den Abstiegsplätzen oder auch Relegationsplätzen. Und das haben wir, denke ich mal, ganz gut in dieser Saison durchgepfercht. Wir sehen hier schon, zu Sandhausen haben wir einen freudigen Puffer von 11 ganzen Punkten. Die Sache ist theoretisch, weil ihr seht schon, 30 Spieltage wurden absolviert. Wir haben theoretisch noch die Möglichkeit, auf Platz 16 abzurutschen. Aber ich würde einfach mal jetzt ganz frech behaupten, dass wir das Ganze hier nicht mehr erleben werden. Dementsprechend sollten wir eigentlich recht souverän den Abstieg vermieden haben. Also unseren Vorstand glücklich gemacht. Trotzdem dürft ihr nicht vergessen, da wir schon 30 Spieltage hier absolviert haben in der zweiten Bundesliga, wird diese heutige Episode wahrscheinlich die letzte für diese Saison eben sein. Das Coole ist aber, ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, hey Marcel, ich habe schon richtig Bock auf die nächste Saison und so. Und wisst ihr, was das mit mir macht? Das löst in mir ein Feuer aus. Da ist kein Funke oder sowas mehr nötig. Da ist schon richtig loderndes Osterfeuer bei mir im Herzen, der mir dann sagt, das ist ja so geil, wenn die Zuschauer schon alle sagen, die haben Bock auf die nächste Saison. Dann habe ich sie auch wie sonst was. Wir spielen zwar dann wieder in der zweiten Bundesliga. Ich sag euch dann aber schon, wir werden dann die nächste Saison, die wir wieder in der zweiten Bundesliga haben, ein bisschen schneller durchpferchen, weil ihr kennt ja die meisten Teams, die hier drin sind schon und dann werden wir in der nächsten Saison eben den Aufstieg anpeilen, sodass wir dann in der darauffolgenden Saison in der Bundesliga spielen können. So, ganz, ganz viel Trara jetzt am Anfang, um euch jetzt das Langweilige der beiden Gründe zu erzählen. Ihr habt vielleicht mitgekriegt im YouTube-Community-Tab oder auf Twitter, by the way, auf Twitter folgen, falls ihr es noch nicht getan habt, dort findet ihr immer mal wieder Status-Updates, genauso wie wenn ihr diesen Kanal hier abonniert, werdet ihr höchstwahrscheinlich auch über meine Community-Tab-Beiträge, die ich auf YouTube hier so poste, informiert. Ich habe nämlich im letzten meiner Community-Posts geschrieben gehabt, Freunde, mich hat momentan eine sehr dicke Grippe ereilt und das ist tatsächlich auch der Fall gewesen. Ich habe jetzt für über eine Woche nicht mehr aufnehmen können, ich war sehr krass bettgebunden, ich hatte keine Stimme mehr für einige Tage. Mir geht es jetzt mittlerweile ein bisschen besser. Aber ich kann euch jetzt schon versprechen, ich werde mich des Öfteren mal räuspern müssen. Vielleicht kann ich heute nicht so emotional sein, weil wenn ich schreie, sage ich euch, werde ich direkt die nächste Woche nicht mehr reden können. Das ist ein bisschen schlecht, auch beruflich gesehen. Deswegen, sei euch halt eben hier gesagt, so wie jetzt zum Beispiel mit dem Räuspern, ich bin immer noch ein bisschen erkältet und krank. Ich dachte mir aber, jetzt muss ich mal so langsam für euch aufnehmen, weil ja, ihr wartet jetzt schon ein bisschen länger auf eine neue Episode und ich will euch nicht weiter warten lassen. So, wie dem auch sei, ganze Kladderadatsch jetzt mal beiseite. Es wird nämlich heute ziemlich ernst. Es geht für uns nämlich jetzt darum, vielleicht sogar uns ein bisschen weiter nach oben zu kämpfen, um in der nächsten Saison vielleicht sogar vom Vorstand ein bisschen mehr Geld zu bekommen oder so. Who knows? Wir sehen auf jeden Fall, wir müssen ran gegen Schalke 04 in der nächsten Partie. Eine Mannschaft, die wir auf jeden Fall nicht unterschätzen dürfen. Das Krasse ist, Schalke 04 hat es nicht geschafft, den Aufstieg zu forcieren. Die sind auf Platz 8 halt und ich denke mal nicht, also rein rechnerisch, ist noch möglich theoretisch. Also die können das auch schaffen, noch rein rechnerisch. Da drücke ich denen eigentlich schon die Daumen, aber das sollten sie nicht gegen uns machen. Denn wir wollen hier in diesem Spiel mindestens einen Unentschieden rausholen. Wir sind eigentlich auf einem ganz guten Weg. Ich weiß, in der letzten Episode haben wir, glaube ich, sogar im allerletzten Spiel, was wir hier gespielt haben, gegen St. Pauli nicht gewonnen. Da sehen wir es ja schon. Erstes Saisontor von Krasniqi reicht nicht aus, um einen Siegtreffer hier zu forcieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir gespielt haben, weil die letzte Episode ist halt schon ein bisschen was her. Aber ist auch egal, ist Schnuppe, denn heute ist ein neuer Tag. Ich fühle mich schon ein bisschen besser und ich bin motiviert, um hier mit dieser Mannschaft Punkte einzufahren. So. Was machen wir mit der Mannschaft, ist jetzt die Frage. Also, wir haben natürlich unsere Starspieler, die wir auch von Anfang an spielen lassen wollen. Ich werde einen Keller einsetzen. Einen Dure lasse ich sogar, glaube ich, mal drin. Ich möchte auch gar nicht so viel hier eigentlich verändern, muss ich euch ganz ehrlich gestehen. Ich möchte einfach so rein mit der Mannschaft, die wir hier aufstellen können. Da Krasniqi ein Tor erzielt hat, werde ich Brandt mal nicht einsetzen. Das war ja ein Gedanke von mir. Ich überlege, Krupa vielleicht für Buchtmann einzusetzen. Aber Buchtmann sieht ziemlich gut aus. Mittlerweile auch über 70 bei Passen und Dribbling. Also ein sehr, sehr geiler Sechser an der Stelle. Ja, komm, wir gehen so einfach mal in die Partie rein. Ich bin gespannt, wie es gegen Schalke 04 so laufen wird. Herzlich willkommen hier in der großen Veltins Arena. Es ist mir eine Ehre, mit VfB Oldenburg in der Veltins Arena spielen zu dürfen. Das muss auch bestimmt für jeden Oldenburger da draußen ganz schön krass halt eben sein. Ich habe auch so ein bisschen mal mit dem Gedanken gespielt gehabt, der VfB Oldenburg macht es ja zwischendurch mal ganz und gerne in Oldenburg so kleine Fantreffen irgendwie anzupeilen. Ich glaube, erst vor kurzem wurde irgendwo ein neuer Rewe-Center-Markt gebaut in einem Gebäude, wo, glaube ich, vorher Real drin war, wenn mich nicht alles täuscht und so. Und da war der VfB Oldenburg tatsächlich auch und hat dort auch die Meisterschale der Regionalliga den Fans vorgehalten, so ein paar Fragen beantwortet und so. Ich habe überlegt, vielleicht mal so einen Post auf Twitter oder auf YouTube oder so rauszuhauen, dass ich da sein werde, um vielleicht ja euch da auch irgendwie hinzulotsen oder sowas. Ich überlege mir das vielleicht mal für die Zukunft und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der auch mal mit dabei wäre. Und es wäre ja auch lustig, wenn wir uns dort mal so ein bisschen unterhalten können über den Fußball und so.
Ja, und uns halt gemeinsam den VfB Oldenburg anschauen können. Ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt. Wie gesagt, das macht der VfB Oldenburg ja ein bisschen häufiger und das wäre, denke ich mal, ganz cool. Weil ich habe ja auch gesehen gehabt in den Kommentaren, dass manche von euch tatsächlich aus Oldenburg oder aus Oldenburger Raum eben kommen. Und ja, vielleicht ist ein oder andere ja bereit dazu, dort mal dabei zu sein. Oh, das war schön abgewehrt, wollte ich schon fast sagen. Voters ist hier weiter am Ball. Jovanovic muss in die Mitte. Larsson hat die Möglichkeit. Passt er oder so? Ach, come on. Ich habe schon wieder rein gar nichts gemacht. Nichts. Das kann nicht sein, dass wir schon wieder einen Elfmeter rausboxen. Und es ist schon wieder? Das kann nicht sein, oder? Laurent ist auch irgendwie unser Elfmetermann Nummer 1. Ja komm, das war doch kein Foul, nur weil ich ihn umarmt habe oder was mit meiner Elle. Ja, natürlich. Und der nächste Elfmeter. Da brauche ich auch mal wieder eine Statistik für. Salazar ist derjenige, der ausführt. Ich glaube, der geht nach links. Toll. Und somit steht es 1-0 gegen uns. Ja, die erste Offensivkraft sozusagen von Schalke 04 und direkt halt im Tor gewesen, falls man Elfmeter überhaupt Offensivkraft nennen möchte. Und es ist immer noch lächerlich, dass wir für die wirklich lächerlichsten Vergehen direkt einen Elfmeter kassieren. Und es ist schon wieder Laurent. Noch, wo ist der denn so frei gewesen? Oh, schießt daneben. Wie hat der das denn gekriegt? Houdini, der konnte zaubern oder so. Der hat sich auf einmal hier komplett einen Freiraum hergezaubert. Wahnsinn, wir haben bisher auch nur eine einzige Chance gehabt mit Müller. Und Verletzung hier beim Gegner. Mohr hier derjenige, der zu leid getragen worden ist. Gott, Alter, nicht nur... Ich renne ins Aus. Weißt du, weil ich gerade eben so in so einem Kopfstrudel, in so einem Nudelsalat im Kopf halt eben gefangen war, wo ich überlegt habe, ja, nicht nur die Grippe hat meine Lunge attackiert, anscheinend auch mein Gehirn, weil ich auf einmal kein Deutsch mehr sprechen kann. Und dann mache ich so einen Quatsch mit daraus. Oh, schöner Zweikampf. Ball sogar noch drin gelassen? Ja, der ist noch drin gelassen. Ich weiß nicht, was für ein Pass das war. Gefühlt kann Laurent sowieso nicht mehr als einfach nur faulen, wenn er in jeden Zweikampf geht. Also will ich ihn das mal nicht übel nehmen. Und wisst ihr was? Salifu ist jetzt mal unterwegs. Der sieht oben... Was ist das denn für ein Pass? Der hat ja nichts drauf außer Zahnbelag. Was war das denn? Was war das bitte für ein geisteskranker Pass? What the fuck? Das war der Pass der Saison. Wisst ihr was? Krasniqi macht jetzt die Flanke rein. Es wird abgewehrt. Gibt's nochmal hier... Ja, es gibt tatsächlich nochmal einen Eckball kurz vor der Pause. Ihr habt mir schon wieder in die Kommentare geschrieben, wie man den Eckball schießen kann. Ich habe es schon wieder einfach komplett vergessen. Buchmann bringt den einfach cool rein. Ndure kommt da nicht ran. Müller hat vielleicht mal Bock. Komm, mach mal aus der... Ja, oh, oh. Nee. Brauchen wir uns hier gar nicht freuen oder so. Der ist auf jeden Fall daneben gesegelt. Und selbst wenn, der war ja mit einer Geschwindigkeit unterwegs. Den hätte ja sogar meine Oma gefangen mit einer Käppi. Zweite Halbzeit hat gerade begonnen. Hier an einem sonnigen Nachmittag in Schalke. Gelsenkirchen natürlich an der Stelle. Königsblau ist unterwegs mal wieder auf unserem Tor. Wie soll es so anders sein? Keller ist bisher eigentlich ein ganz souveräner Spieler gewesen. Von daher hoffe ich, dass er das auch unterbinden kann. Wobei, also das Passspiel von Schalke 04 ist aber... Guckt euch das an, wie die spielen. Was ist das für eine Mannschaft? Das ist doch die Schalke. Die sind auf Platz 8 der zweiten Liga. Oh, die Grätsche geht daneben. Richtig knapp und der schießt mal von da. Haben wir den Ball in unseren eigenen Reihen? Natürlich nicht. Also bisher täglich grüßt das Murmeltier. So kennen wir das ja in unserer Karriere bisher. Oh, da kommen wir echt überall nicht ran. Guckt euch das mal an, wie die hier rausspielen. Schaut euch das an. Die sehen Lücken, wo ich niemals im Leben welche gesehen habe. Aber das Gute ist, dass wir anscheinend so dicht eben stehen, dass... Oh! Fornalcik nimmt den gut mit. Sehr geil. Komm, spielen wir in die Mitte. Budgie ist nämlich da schon unterwegs. Jetzt wieder runter auf Fornalcik und jetzt machen wir mal einen Angriff. Jetzt geht's los. Oben ist Müller. Siehst du den? Was für ein Dreckspass. Könnt ihr alle nicht passen oder was? Ey, ohne Scheiß. Wir müssen, glaube ich, nach diesem Spieltag schon den nächsten Trainingsdrill anfangen und dann sofort Pässe halt eben üben. Das kann nicht sein, dass die alle nicht passen können in dieser Mannschaft. Vielleicht fehlen uns ja so ein paar Wechsel. Weißt du, vielleicht müssen ja mal ein paar frische Männer hier auf dem Platz oder so. Vielleicht war es auch die richtige Entscheidung gewesen, Buchtmann am Anfang der Partie auszuwechseln gegen Krupa. Ich mach's jetzt einfach mal, kommt vielleicht ein bisschen spät. Und vielleicht auch einen Brand reinschicken, weil auch wenn Fornalcik im letzten Spiel gutes Spiel abgeliefert hat, in diesem Spiel ist er dann doch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also er ist energisch genug, war ja auch in der Verteidigung hier und da mal irgendwie zu sehen und hat versucht dort irgendwie mit seinen Füßen in die Beine der Gegner reinzustochern, aber ihr wisst ganz genau, was Raphael Brandt für eine Waffe ist. Also wenn er nicht der Superstar bei uns in der gleich ist er keine Waffe mehr, wenn die Gegner dafür sorgen, dass der verletzt ist. Ja, willst du auch mal werfen oder was? Was war das denn bitte für eine geile Scheiße? Aber gut, dass wir den jetzt in der eigenen Reihen haben. Budgie, jetzt renn einfach mal. Komm, renn. Du hast genug Geschwindigkeit. Gegen Kallas vielleicht nicht, aber setz dich durch. Setz deinen Körper ein. Oh, das war richtig knapp. Keeper, bedräng den. Das ist gut. Die wissen nicht so ganz genau, wie sie mit uns klarkommen sollen. Akrupa natürlich nicht der beste Kopfballmann, aber Müller nimmt den gut mit. Alter, der wird von hinten. Was war das denn bitte für ein heftiger Zweikampf? Den habe ich noch nie im Fußball gesehen. So aus der Luft weggefischt. Mann, schade. Mohr hat mittlerweile auch, glaube ich, die Verletzung einfach rausgelaufen. Der scheint ja da, ja, feuchtfröhlich rumsprinten zu können. Warum nicht? Ndure, warum nicht? Flanke? Ja. Nee.
Nee, doch nicht. Aber egal, Krupa, hinter dir ist Salifu. Der nimmt den einfach mal an die Brust. Da sehen wir nämlich Brand. Brand, der macht eine ganz komische Drehung. Das hätte er so viel besser machen können, Mann. Das hätte er viel schneller machen sollen. Er hat aber irgendwie vergessen, wo der Ball ist. Ja, klar, vielleicht in Polen spricht man eine andere Sprache mit dem Ball. Was machen wir hier? Herbst war eigentlich gar nicht mal so schlecht, als wir ihn auf die Position von Salifu gesetzt haben. Zumindest kann ich mich noch daran erinnern, auch wenn Salifus Werte überall, außer Tempo, besser sind. Wir machen es einfach mal. Frischer Mann und so, ihr kennt ganz genau die Technik dahinter. Schleusener überlege ich noch. Das ist krass, dass er so weit abgestürzt ist. Ne? Nur noch eine 65 Stärke, der hat ja mal eine 68 gehabt. Das ist schon echt ein bisschen krass mit anzusehen. Aber ich glaube, ja, Budgie ist ziemlich... ja, verdeckt irgendwie in diesem Spiel. Und es müsste sogar, glaube ich, so... nee, es gibt einen Abstoß leider. Kein Eckball für uns. Sonst wäre Schleusner nochmal ein bisschen besser gewesen, weil er eben größer ist als Budgie und dadurch eine höhere Kopfballgefahr mit sich bringt. Es gibt hier nicht mehr lange zu spielen in der Partie. Und jetzt wird es auch immer mehr einfach mal Zeit, dass wir nach vorne schießen. Ich möchte hier nicht eine Partie verlieren wegen einem Elfmeter. Das ist so lächerlich schon wieder. Ja, da kommt er natürlich ran. Aber vertanzt den. Sehr gut für uns. Unsere Möglichkeit vielleicht. Laurent wollte dann doch nicht einwerfen. Diesmal ist es dann doch Keller geworden. Jetzt machen wir es doch mal schnell. Jetzt machen wir es doch mal fix. Jetzt müssen wir mal ein bisschen austanzen hier, die Gegner. Ah, wohin ist jetzt wieder die Frage, ne? Wohin? Das ist immer wieder die Frage, die man sich stellt. Jetzt gut im Doppel. Jetzt Keller oben unterwegs. Und der kann doch flanken, oder? Unten ist die Nummer 8. Ich sehe sie doch. Da ist sie doch. Müller! Schleusner, du bist ein kopfballstarker Spieler. Du bist ein Bursche. Oben wieder auf Keller. Stark. Jetzt machen wir richtig Druck bei den Gegnern. Nächste Flanke. Diesmal Schleusner. Da, es wird abgewehrt vorher. Come on! Wir pushen so viel jetzt gerade. Aber es scheint so, dass Schalke 04 jetzt den Ball eigen kontrollieren darf. Ja, und das heißt für uns, dass unsere Chancen wahrscheinlich ein bisschen... oh, Nduré, hier überhaupt nicht fertig sind. Geiler Pass. Jetzt geht's aufwärts. Schleusener per Schuss. Er schießt daneben. Das darf nicht wahr sein. Den musst du machen. Den musst du machen. Da gibst du überhaupt schon wieder... oh Mann, wie oft muss ich das schon sagen in dieser Karriere, dass man den machen muss. Das ist die allerletzte Chance gewesen. Das hätte der Ausgleich sein müssen und für uns der Punkt. Ja, und die machen es nicht besser für uns, ne? Wobei, warte mal, die Statistik zeigt ja ganz offensichtlich, ne, dass wir gegen stärkere Gegner auch die stärkeren Spieler eben abrufen. Also gegen HSV bin ich besonders motiviert, um zu gewinnen, falls ihr es nicht wisst, ne? Ich bin Werder Bremen-Fan, dadurch ist natürlich eine ganz, ganz große Fehde hier mit dem HSV unterwegs. Ich finde aber allgemein oben den Titelkampf oder allgemein den Aufstiegskampf, Entschuldigung, sehr, sehr spannend, wenn wir uns das hier mal ganz kurz ein bisschen genauer anschauen. Zunächst einmal finde ich es sehr cool, dass Hannover 96 es anscheinend mal wieder schafft, in die Bundesliga zu peilen. Glückwunsch auf jeden Fall an die. Genauso wie Paderborn, auch eine Mannschaft, die ich ganz cool finde, dort in der Bundesliga wieder zu sehen. Bochum, by the way, kämpft ganz groß hier mit Darmstadt und mit HSV, gegen die wir jetzt rangehen müssen. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend noch da oben. Ich denke mal aber für Schalke 04, selbst wenn sie 1-0 gegen uns gewonnen haben, wir sehen ja die Punkte von denen, das sieht nicht danach aus, dass die unbedingt hier einen Aufstieg schaffen. Ich will eigentlich, bevor wir aber in die Partie gegen HSV reingehen, jetzt schon eben kurz mit euch gemeinsam in die anderen Ligen reinblättern. Also am besten in die Bundesliga, um zu gucken, wie es da jetzt gerade so aussieht. Und wir schauen und es sieht so aus, ja tatsächlich, Bayern München hat mal wieder die Meisterschale in Luft gehoben. Aber wir sehen es nur eine Niederlage über die ganze Saison. Ich meine, das ist wirklich phänomenal. Da kannst du echt nichts gegen sagen. Das ist wirklich eine krasse Ausbeute. Aber auch mit Leipzig, ne, 2 Niederlagen in der Saison, hat aber 11 Unentschieden. Wie haben die das denn gekriegt? Nee, Wahnsinn. Auf jeden Fall Wahnsinn hier von Bayern München. Die haben natürlich noch die Chance, weitere Niederlagen reinzubekommen. Theoretisch 2 rein rechnerisch. Ich denke mal nicht, dass es passieren wird, aber trotzdem. Krasse Saison von denen, auch wenn 76 Tore nicht so dem Bayern München Standard gerecht wird. Wer ist denn da unten so alles unterwegs? Oh, Werder Bremen. Oh, oh. Also Nürnberg ist auf jeden Fall abgestiegen mit nur mageren 12 Punkten. Die haben nur einen einzigen Sieg rausgeholt. Das ist ja schon fast Tasmania-Berlin-Style. Übrigens, Arminia Bielefeld, haben die noch die... ja, tatsächlich, die haben noch die Möglichkeit, theoretisch hochzukommen. Wobei, da muss halt schon echt viel raus. Also rein rechnerisch ist das möglich, aber da muss wirklich sehr, 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 sehr viel Glück rauskommen. Ansonsten kämpfen da gerade Augsburg, Werder Bremen, Stuttgart, Union Berlin kann es vielleicht fast nicht mehr mit reinzählen, aber zumindest Stuttgart, Bremen und Augsburg, die kämpfen ja alle um den Relegationsplatz. Also sehr, 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 sehr spannend. Ich hoffe natürlich, dass Werder Bremen es schafft, in der Bundesliga zu bleiben. Es wäre sehr cool, wenn wir es überhaupt schaffen, mit Werder Bremen in eine Liga reinzukommen. Also hoffentlich schaffen die das jetzt, um in der nächsten Saison dann auch wieder es zu schaffen, drin zu bleiben, damit wir dann gegen die spielen können. Das wäre ja irgendwie schon cool. Das ist auch ein großer Derby dann theoretisch, ne? Werder Bremen gegen VfB Oldenburg. Egal. Wir gehen jetzt in eine andere Partie rein. Theoretisch auch ein Nordderby an der Stelle, der HSV gegen den VfB Oldenburg. Und ein paar Wechsel werde ich hier vollziehen, die ich jetzt so ein bisschen aus der letzten Partie herausgezogen habe. Zum Beispiel Laurent wird jetzt mal nicht von Anfang an spielen. Momentan jemand, der uns viel zu viele Fouls hier in den 16er kassieren lässt und dadurch sehr, sehr viele Elfmeter verursacht. Ich will ihn mal so ein bisschen runterfahren, den Typen. Der ist mir vielleicht ein bisschen zu übermotiviert gerade.
Ich werde außerdem Krupa von Anfang an einsetzen. Ich glaube, das ist eigentlich ganz cool. Keller war wie immer ganz gut drauf, dass der von Anfang an spielt, sollte gesetzt sein. Und Krasniqi geht mal raus für Brand. Also relativ viele Wechsel vollziehe ich hier, die ich aber auch für nötig halte. Lotka ist auf eine 71 hochgegangen. Der hat sehr krasse Werte, ne? Sein Abschlag muss unbedingt besser werden. Ja, ich denke mal, das kann man so, glaube ich, ganz gut angehen. Vielleicht möchte ich hier noch irgendeinen Spieler mitnehmen. Deichmann wäre ganz cool mitzunehmen. Ich glaube, das mache ich sogar. Komm, dann geht Laurent sogar ganz auf die Tribüne. Einfach, weil Deichmann uns nochmal die Flexibilität für das zentrale defensive Mittelfeld bietet. Und in den letzten Episoden habe ich mich immer darüber beschwert, dass wir nur noch in Oldenburg spielen. Das Lustige ist, jetzt spielen wir gefühlt nur noch in Auswärtsstadien. Zwei zumindest hintereinander. Ich möchte jetzt nicht übertreiben. Aber trotzdem, das ist mir gerade nochmal ja, nebenbei aufgefallen. Schön mitgerückt. Oh, Salifu, da wollte ich überhaupt gar nicht hinpassen. What the fuck? Wo gehen wir denn jetzt hin? Spielen einfach mal wieder zurück zu Krupa. Keller läuft unten einfach mal mit. Wo wollen wir denn hingehen? Wieder zu Krupa? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich weiß nicht, was ich aus diesem Angriff jetzt hier noch formen soll. Oh, doch nicht dahin! Egal, jetzt sind alle mal involviert. Jeder darf mal mitmachen. Aber ich weiß schon wieder nicht, wohin. Komm, oben auf den Außen, da ist Fornalcik. Mal ganz, ganz weit. Jetzt wieder auf Salifu, glaube ich, in die Mitte. Und jetzt gehen wir durch die Mitte. Jetzt preschen wir durch. Schön. Ah, nee, Badji kriegt den Ball nicht ganz an die Füße. Aber jetzt Fornalcik. Machen wir es halt mit der Flanke, würde ich sagen, oder? Da unten ist nämlich Brand. Der kommt geflogen wie ein Pilot, ne? Aber trotzdem, das reicht manchmal auch einfach nicht aus. Boah, das muss es sein. Was für ein Wahnsinnspass. Und Müller, unser Top-Torjäger, der ist mal wieder unterwegs zum gegnerischen Tor. Macht den diesmal nicht. Was eine Parade von Heuer Fernandes das bitte war. Mein Gott, Alter. Schreibt den Typen auf die Goldliste. Das kann doch nicht sein. Das ist ein VIP. Holy shit, wer hat denn den denn bitte gefangen? Das Müller, den ich mache, das aber auch wirklich, das kannst du wieder ein Kreuz nageln, Alter, ganz ehrlich. Das ist unser Top-Torjäger gefühlt aus den letzten Partien neben Badji irgendwie gewesen und hat wirklich jede Kiste gemacht. Aus der Ferne ballert er hier alles rein. Oh, was ein Pass! Es geht weiter. Raphael Brandt. Ich sehe Krupa in der Mitte diesmal. Vielleicht kann er das ja ein bisschen besser. Wir müssen, glaube ich, flanken, auch wenn er nicht groß ist. Ja, das, was willst du machen? Passen ist natürlich keine Option. Oh, oh, Brandt. Der kämpft. Ich sag euch das ja, das ist eine Kämpfernatur. Der macht alles für die Mannschaft. Schön, Rückraum. Krupa. Oben ist Salifu. Ah, nicht der beste Pass. Ja, dann brauchst du auch keinen Schuss irgendwie chargen oder so, wenn der Pass halt eben so sitzt. Aber guck mal, wie hier gekämpft wird. Habt ihr gerade den Einsatz von Glatzel gesehen? Jetzt kommt Dompe. Durch die Mitte mit Reis. Ist nicht Declan Rice. Nicht verwechseln. Glatzel mit Reis unterwegs und der sprintet jetzt mal durch. Der ist im 16er, der schießt mal. Aber wir haben Lotka im Tor und der kann das ganz gut, auch wenn seine Abschläge das überhaupt nicht können. Wobei, das sah ja schon ganz gut aus. Badji, warte, wir brauchen hier gar kein Highlight mehr reinschneiden, weil Badji ist wieder unterwegs. Badji, weiter, 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 weiter. Wohin? Hinter dir war Müller. Ah, hinter dir war Müller. Ich sterbe. Und damit YouTube mir nicht die Monetarisierung wegnimmt, nein, ich bin nicht gestorben. Das war nur ein Scherz. Ich musste nur husten und es fühlte sich halt eben nicht schön an. Deswegen habe ich auch Spaß gesagt, dass ich sterbe. So, ich muss mich rechtfertigen für die Monetarisierung. Badji ist unterwegs. Und Badji ist schon wieder vorbei. Jetzt, wenn Müller das halt nicht kann, macht Badji, oder? Badji, machst du das? Komm, Badji, aus dem Winkel, der saust den daneben. Der saust den daneben. Ich dachte, den hat er so geil mit Schnitt ranbekommen, dass er den noch reinkegelt. Aber man kann halt nicht alles haben. Es ist ja Halbzeit in Hamburg. Wir sehen es, es gab nicht viele Chancen hier von Glatzel, aber es gab viele Chancen auf beiden Seiten dennoch. Und ich sag euch, hier liegt irgendwo noch ein Tor im Gefühl, im Blut. Geiler Doppel. Geiler Doppel. Müller, mach's wieder gut. Mach's wieder gut, Müller. Bitte mach's gut. Ja, mach's gut vom Platz. Tschüss, Müller. Tschüss. Ne, wobei auswechseln ist ein bisschen zu früh, ne? Hier in der 52. Minute. Eckball-Situation nicht vom Buchmann aus geführt. Wir haben unseren Krupa jetzt dafür, unseren kleinen Messi. Badji, das ist doch, da wird doch nichts aus. Oh, wobei, das war ganz schön knapp, ne? Kommunikationsprobleme hier beim HSV. Der Typ auf der Linie gemeinsam mit dem Torwart, die wussten nicht so ganz genau, wer hier den Ball anspringen soll. Aber ja gut, es ist dann für HSV zumindest gut gegangen am Ende. Oh, da wären wir fast rangekommen. Ja, da sind wir dran. Badji, schick ihn direkt. Badji, renn doch einfach weiter. Er bleibt einfach stehen im Nacken des Gegners. Oh, lass ihn nicht zum Schuss kommen. Auf der Linie geklärt. War das Keller? Oh, der Typ braucht eine Gehaltserhöhung. Nein, schon wieder zum Schuss. Gott sei Dank. Wir haben es abwehren können. Mein Körper schafft es aber nicht, diese blöden Grippeviren hier abzuwehren, Alter. Ganz ehrlich, so, wir wechseln jetzt nochmal durch. Buchtmann, komm mal ins Spiel mit rein. Wir brauchen dich mal wieder. Wir brauchen mal ein bisschen Erfahrung jetzt wieder auf dem Platz. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich brauche mal andere Spieler hier unten, Alter. Das ist immer wieder dasselbe. Ich weiß noch nicht, wen ich hier reinbringen soll. Komm, Krasniqi kommt für Fornalcik. Fornalcik, also die Polen sind heute irgendwie sind nicht so ganz aktiv. Also Fornalcik und Krupa kommen raus. Das polnische Gewitter
Brand müsste jetzt dafür eigentlich auch ausgewechselt werden, aber den, das kann ich nicht übers Herz bringen. Wir machen es jetzt einfach so. 67. Minute, zwei Wechsel forcieren, sollte, glaube ich, ganz in Ordnung sein und ausreichen. Hoffentlich, damit wir endlich jemand ein Tor sehen in dieser Partie. Es liegt wirklich in der Luft, dass hier irgendjemand ein Tor erzielt. Das sind hoffentlich natürlich wir, aber wirklich, das ist hier auf eine Offensivgewalt, die wir hier stoßen. Also beide Mannschaften vor allem. Das ist nicht mehr zu fassen. Oh, das war viel zu spät, oder? Ja. Ey, vor 37 Stunden habe ich auf den Passknopf gedrückt, nur damit er dann gefühlt nach Timbuktu den Pass erstmal hinbringt und das viel zu verspätet, ey. Dafür habe ich ihn eingewechselt. Krass, Niki, ganz oben ist Raphael Brandt. Kriegt er den da auch hin? Nee, er spielt lieber zu Budgy. Ich kann es verstehen, ich kann es mir auch nicht übel nehmen, weil Budgy unser Top-Torjäger eben ist, ne? Also ich kann es ihn halt auch nicht übel nehmen, aber es wäre so schön gewesen, hätte er dort Brandt angespielt. Und hier haben wir den Ball einfach wieder so lässig verloren. Das kann nicht sein, ey. Das machen wir nicht gut. Wir sehen oben auch die Statistik. Das ist nicht genug, was wir gegen den HSV bringen. Oh, starker Zweikampf von Salifu. Ball gewonnen. Es gibt nicht mehr lang zu spielen. Budgy gut mit aufgerückt und jetzt ist Brandt unterwegs. Das könnte unser Held und Retter schon wieder werden. Brandt auf dem Weg zum Tor, spielt in die Mitte. Oh, ein Tor. Ja! Was? Ich wollte das Tor noch mal sehen. Das war viel zu lustig. Ich muss mal eben ganz kurz was trinken. Jesus. Ich sag dir, ich darf eigentlich nicht so ausrasten. Das ist hier der Wahnsinn. Das ist hier der Wahnsinn. Es muss ein Eigentor am Ende sein. Weißt du? Die Partie ist so spannend von Kopf bis Fußnagel. Ne, es wird hier gefühlt alles irgendwie gekämpft. Ach, wisst ihr was, ich sitze jetzt einfach Plautz auf die Position. Dann halt ein Verteidiger, ist mir egal. Ich habe keinen Flügelspieler mehr. Wobei ich hätte auch Schleusen einsetzen können. Ist jetzt egal, Schmidt kommt auch rein. Ich finde das total wahnsinnig, ne? Die Partie, das ist hier komplett eisernen Fußball, offensiv bis zum geht nicht mehr. Nur damit am Ende ein Eigentor geschieht. Also das kannst du wirklich keinem erzählen hier, was für eine Geschichte geschrieben wird in diesem Skript. Es ist einfach nicht zu fassen. Und jetzt für uns heißt es, selbst wenn es glücklich wie eh und je ist, den Sieg zu halten. Das Coole daran ist, ich kann also der Grund dafür sein, wieso der HSV wahrscheinlich nicht aufsteigen kann, weil wir eben den, ja, Punkte geklaut haben. Und wisst ihr was? Das mache ich ziemlich, ziemlich gerne. Und wisst ihr was? Diesen Angriff, das machen wir ziemlich, ziemlich gerne mit Budgy in den Rückraum. Da ist nämlich Müller und Müller kommt zum Abschluss und es ist leider nicht drin. Aber wichtige Minuten rausgeholt, ist mir immer egal. Wir führen 1-0. Ob wir jetzt 1-0 gewinnen, 3-0 gewinnen, ist ja egal am Ende, was die Punkte heißen oder bedeuten. Am Ende kriegen wir immer 3 Punkte, aber wir können damit halt, wie gesagt, Zeit schänden. Oh, starker Kopfball. Komm, Kopf ihn wieder zurück. Egal, jetzt applaudiert den Ball. Unten ist nämlich Krasniki. Zeit, Zeit. Ja, der müsste abpfeifen, der müsste abpfeifen, der müsste abpfeifen. Pfeif ab, nimm die Trillerpfeife in dein Maul. Yes! Boah, wir gewinnen 1-0 gegen den HSV. Das ist so ein krasser Sieg, ey, für Oldenburg. Das kann man sich gar nicht auf die Fahne schreiben, sowas. Und wenn ich diese beiden Nachrichten bekommen habe, ist es meistens so, dass ich euch gesagt habe, es lief jetzt nicht gut, aber das macht mich wieder glücklich. Aber diesmal kann ich euch sagen, jetzt steigen wir auf den Gipfel des Mount Everest, wenn es darum geht, die Motivation wieder innezuhalten. Denn wir haben gewonnen gegen den HSV, jetzt geht's auf mit dem monatlichen Scouting-Update. Und hier werde ich doch mal aus den Socken jetzt wieder gehauen, oder aus den Latschen. Wawrzyniak, nee, der wird's nicht sein. Ach komm, irgendjemand, ein Superstar. Vielleicht nicht aus den Polen, aber hier beim Mars. Was hat der nochmal? Ich glaube Deutschland, ne? Oh, hier, Benedikt, noch ein Keller. Das ist der Bruder. Das ist der Bruder von... Das glaube ich nicht. Den nehme ich... Oh, das ist der Bruder? Was ist das für eine Geschichte? Oh, wäre das geil. Oh, wäre das geil. Samuel Wagner, nur bis 90, ist vielleicht nicht so allzu geil. Aber wie geil ist das denn bitte mit dem Keller? Wir haben einfach noch einen Keller. Karl Mayer, den nehmen wir auch mit, klar. Bis 94 Potenzial. Ich habe aus den Kommentaren ja gelesen, ich soll alle mitnehmen, die bis 90 Potenzial haben. Also nehme ich den auch mit. Jugendakademie und wir sehen Benedikt Keller als Mittelstürmer. Der hat Schießen gar nicht mal so schlecht. Der hat sogar eine Eigenschaft. Weiter Einwurf. Als Stürmer vielleicht nicht so gerne gesehen. Und unseren, wen haben wir jetzt gerade eben nochmal rausgeholt? Ich glaube diesen hier, den Karl Mayer, ne? Passen und Tempo hat er ganz gut. Ob der hier als ZOM irgendwie dienen kann, weiß ich nicht. Der ist relativ groß. Das könnte eigentlich ein, ja, vielleicht ein Achter oder sowas werden. Spezialbewegung 5 Sterne. Aber guckt euch ihn hier an. Da gehen wir rein. Wir schauen uns den hier mal an. Benedikt Keller, der Bruder von Nick. Ist das geil. Und der kann sogar ein Stürmer sein, meinetwegen, ne? Guckt euch mal die Werte an. Die sind okay, wenn wir seinen Schussstat jetzt noch ein bisschen hoch bekommen und so, kann der natürlich ziemlich, ziemlich gerne ein Stürmer werden. Wobei ich eben fix schauen möchte, wie groß er ist. Ah, 1,68. Ist so groß sogar wie Keller. Nee, dann sollte er besser an MS bleiben, würde ich sagen. Dann ist das kein Spitzenstürmer. Wobei wir können ihn auch zu einem Flügelspieler theoretisch machen, ne? Das würde eigentlich auch ganz gut passen zu ihm, hätte ich jetzt gesagt. Rechter Flügelstürmer, wird mir aber gesagt, geht besser als linker Flügelstürmer. Das verstehe ich zwar gar nicht. Ach, wahrscheinlich wegen schwacher Fuß, ne? Nur ein Stern. Aber ich habe es ja lieber, wenn die linken Flügelstürmer im Rechtsfüßer sind. Das habe ich euch sehr, sehr oft schon mittlerweile erklärt. Soll ich ihn zum Flügelspieler sogar vielleicht eher machen? Überlege ich gerade.
Das sehe ich auch schon bei ihm, ne? Wenn wir ihn da eben hin trainieren. Wobei es wäre jetzt auch erstmal ganz cool, wenn wir seinen schwachen Fuß erstmal hochbekommen. Auf jeden Fall. Das geht nur mit spielmachender Stürmer anscheinend. Ja, scheint nur damit eben zu gehen. Ist okay, weil das müssen wir unbedingt machen. Dauert aber 9 Wochen. Na, wir machen es aber trotzdem. Das brauche ich unbedingt bei ihm, dass sein schwacher Fuß hochgeht. 1 Stern ist schon wirklich, das ist schon Krückstockniveau. Das können wir nicht machen, aber den brauchen wir. Benedikt Keller, Alter, die Kellerbrüder. Das ist echt zu schön, um wahr zu sein. Und hier, der Meier, der kann schon sehr, sehr viele Positionen spielen. Feiere ich mega. Also der kann, was habe ich gesehen, gehabt? 10er, 8er und Mittelstürmer. Sehr geil. Wir sehen bei ihm Passen, Dribbling und Tempo. Das sind gute Werte eigentlich für ZOM tatsächlich. Nur eine 52 Stärke oder sollen wir den umformieren? Übrigens, ihr seid weiterhin in den Kommentaren herzlich dazu eingeladen, mir auch weiterhin für alle Jugendspieler zu sagen, falls ich dort die Position wechseln soll oder so. Ne? Schreibt es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Dann werde ich das auf jeden Fall umsetzen. Vielleicht gar nicht mal so schlecht, sogar hier seinen schwachen Fuß zu trainieren. Ne? Dann wird er natürlich auch weiterhin sein Passenstat hochbekommen. Kann ich auch gar nicht mal so übel eigentlich. So ein Maestro, so ein Spielmacher tatsächlich, da nochmal auf der ZOM-Position stehen zu haben, das ist schon machbar. Ich mache einfach mal den vorgerückten Spielmacher. Wir gucken mal, was mit dem passiert. Ach, geil. Und die anderen Spieler sehen auch fruchtig aus. Bailey? Ja, auf jeden Fall kann man machen. Oh, noch ein Scouting-Update. Das wird immer besser, Freunde. Da gehen wir auch rein. Lejeune, unser bester Scout, der wird uns doch jetzt mal ganz coole Österreicher an den Tag bringen, oder? Ja, let me dorm, Osh. Was haben wir denn hier? Nee, Wallner, der ist auf gar keinen Fall. Oh, Markus Lindner? Ja, Finanzminister bei uns im Verein, was machen wir? Den nehmen wir mit, trotzdem, bis 94, René Sommer auch, ja klar, 500.000 ist der Typ nämlich auch wert. Wir haben schon wieder goldene Spieler bei uns im Kader, sag ich schon, hier aus dem Jugendstab gezogen. Das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz große Zukunft für uns. Was haben wir denn hier? Unseren Sommer, linker Flügelspieler, aber vielleicht können wir den auch nochmal umformieren. Wir sehen 57 Gesamtstärke, Tempo hat er drauf, Dribbling hat er drauf, ansonsten, hat er noch nicht so viel drauf. Ist ein Linksfuß für einen linken Flügelstürmer. Also da will ich eigentlich schon direkt sagen, dass wir ihn zum rechten Flügelstürmer machen, ehrlich gesagt. Aber vielleicht geht nochmal eine andere Position für den besser klar. Aber ich glaube, ich habe zum Beispiel überlegt, ihn hier zu einem rechten Mittelfeldspieler zum Beispiel zu machen. Ich weiß gar nicht, welche Stats da unbedingt wichtig sind. Ich glaube, da ist es schon wichtiger, dass die schon weil sein Schussstat ist halt scheiße, ne? Deswegen überlege ich ihn, ja, zum Mittelfeldspieler eben zu machen. Ich glaube, ich mache das einfach mal. Wir gucken, was passiert. Wie gesagt, ich hätte gerne, dass, wenn die schon so offensiv sind und Flügelstürmer eben sind, wie es schon der Name eben sagt, dass die auch schießen können, weil das Flügelstürmer eben sind. Und der kann das nicht. Also der hat ja einen Schussstat wie Fabian Herbst. Damit kannst du nicht viel anfangen. Ja, deswegen, wir können ja viel rumprobieren. Deswegen mache ich das einfach mal. Markus Lindner schauen wir auch nochmal im Fix rein. Warte, der kann rechte Flügel und was? Linkes Mittelfeld sogar schon spielen. Auch ein wichtiger Spieler für uns theoretisch. Der ist auch fix, Alter. Der ist ganz schön schnell auf den Beinen, ne? 94 Tempo jetzt schon. Dribbling muss unbedingt besser werden bei ihm. Aber das kriegen wir ja hin. Wäre ja gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen würden. Was ist denn das Beste, was er hier sein Dribbling verbessern kann? Das ist anscheinend der Flügelspieler hier. Wollen wir das einfach mal machen, um sein Dribbling zu verbessern? Ich glaube, das machen wir einfach mal, um sein Dribbling zu verbessern. Schöne Spieler, die wir hier wieder rausbekommen haben. Und das ist wieder eine ganz, ganz große Zukunft für die Mannschaft, für den Verein hier. Auch wenn wir sehr, sehr viele Offensivoptionen haben. Vielleicht ein bisschen zu viele. Wir sollten vielleicht auch mal andere Spieler bekommen. Innenverteidiger, Außenverteidiger oder so. Ist uns Fortuna heute hold? Ach Gott, ey, was ein unfassbar schlechter Joke. Den bringe ich auch gefühlt in jeder Karriere. Wirklich, wenn ihr des Öfteren bei mir die Karriere schaut, dann werdet ihr, wenn ich gegen Düsseldorf spiele, immer wieder denselben Spruch hören. Der wird auch immer langweiliger. Mittlerweile killt er wahrscheinlich schon eure Stimmung. Egal, wir müssen heute auf jeden Fall ran. Jedes Mal, wenn ich Fortuna Düsseldorf sehe, denke ich an Commander Krieger, weil er, glaube ich, Fortuna Düsseldorf-Fan ist, um eine kleine Anekdote an den Tag zu bringen. So, Nick Keller, dein Bruder ist noch nicht bei uns in der Mannschaft. Das wird aber wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis wir ihn auch dabei haben. Sehr, sehr cool, immer noch die Geschichte dahinter. Fabian Herbst spielt momentan echt, echt ziemlich gut. Also ich will den auch tatsächlich wieder mal einsetzen gegen Laurent. Dann soll Laurent wieder mal ein bisschen Beruhigungspause hier bekommen, ein kleines Pflaster. Wollen wir sonst irgendwas Spannendes hier machen? Ergibt, glaube ich, keinen großen Sinn, irgendwas Spannendes zu machen. Brand ist wieder brandgefährlich unterwegs, den will ich mit dabei haben, um zu gucken, wie der sich hier so schlägt. Dann kriegt Krasniki mal wieder so ein paar, eine Durchverschnaufspause. Wobei, ich kann ihn mal als ZOM wieder einsetzen. Ich glaube, da war der auch gar nicht so schlecht. Oh, weiß ich nicht mehr zu 100%. Ja, wir probieren es. Ne? Probieren geht über Studieren, sage ich sehr oft. Und ich denke, als Zehner funktioniert der auch ganz gut. Oh, ja klar, komm. Die erste Tat ist also, dass sie mich hier verletzen oder was. Ja, bringt schon mal hier den Krankenwagen aufs Feld, ey. Von Nalcik jetzt ist mal umgenietet. Saisonende für ihn. Nee, sieht aber nicht danach aus. Gelbe Karte zumindest hier bei Fortuna Düsseldorf. Fortuna ist uns also schon mal nicht hold anscheinend bis hierhin. Zumindest bei Fornalcik nicht. Aber vielleicht, was die Tore angeht, ja schon ein bisschen besser. Wobei unser Angriff dann doch ein bisschen hier gestillt wurde gerade.
Passiert auch nicht wirklich viel in den ersten 10 Minuten. Wieder sehr viel Mittelfeld gestochert. Ihr kennt das ganze Prozedere. Und für uns heißt es, komm, Angriff. Genau, jetzt mal ein bisschen hier die Karma-Schelle rausbringen. Aber so wird das auf gar keinen Fall was. Die Karma-Schelle natürlich dadurch, dass sie hier gerade unseren Spieler weggegrätscht haben. Hannover gegen Braunschweig spielt gerade, habe ich gesehen. Also auch ein sättiges Derby an der Stelle. Und ich glaube, Hannover hat gerade das 1-0 erzielt. Also die werden auf jeden Fall zweiter Liga Meister. Das sehe ich schon kommen. Krass, Niki. Oh, mit Brandt. Auf geht's, Freunde. Let's go. Auf geht's nach vorne. Keller läuft nämlich mit in die Mitte. Keller wieder zurück auf Buchtmann. Buchtmann hat mal die Möglichkeit, von dort einfach mal abzuzielen. Und das sieht doch gut aus, was wir hier machen. Es sieht aus nach attraktivem Fußball. Endlich bieten wir mal der Zuschauerschaft wieder was. Ja, es ist schon die zweite Halbzeit. Es gibt irgendwie keine wirklichen Highlights, keine nennenswerten. Das ist echt eine irgendwie ziemlich langweilige Partie. Sehr schade für die zweitletzte Partie hier in dieser Saison. Aber, ja, muss halt eben auch nicht immer eine Partie sein, die wie gegen den HSV... Ja, die wegen den HSV mit einem vollen Akku gemacht wird. Mein Gott, also ziemlich oft ist mein Controller irgendwie leer. Gibt es irgendwie Akkuprobleme mit der PS5 oder so, von denen ich nichts weiß? Das Lustige ist, was für euch nur ein kleiner Cut war, waren für mich tatsächlich so 4 bis 5 Stunden oder so, die ich nicht an der PlayStation saß und die sie, obwohl die Strompreise härter geworden sind, einfach nebenbei gelaufen ist. Ja, es gab einen kleinen Zwischenfall, weswegen ich jetzt gerade eben nicht mehr aufnehmen konnte. Aber interessiert euch eh nicht, es gibt eh nur Highlights für euch. Komm, Flanke geht rein, von Altschick ist frei zum Kopfball, aber direkt auf den Keeper hier von Kastenmeier. Der hat seinen Kasten sicher, der Kastenmeier. Wahnsinn, nochmal eine große Chance für uns gewesen. Direkt zum Start, nachdem ich halt, wie gesagt, ein paar Stunden nicht da war. So lässt sich auf jeden Fall hier loben. Und jetzt geht's los, oder? Mit Buchtmann. Let's go, Buchtmann. In der Mitte sieht der Salifu. Ah, der möchte auch mal eigentlich aus der Ferne, ne? Das Problem ist aber, du kommst halt so schwer durch die Fortuna-Innenverteidigung. Und dadurch, ja, müssen wir uns halt eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit, glaube ich, genehmigen, bevor wir hier zum Schuss eben kommen. Weil ich glaube, aus der zweiten Reihe zu schießen ist auch nicht ganz effektiv. Hat zumindest in diesem Spiel nicht so wirklich Früchte getragen. Boah, was ein Pass hier von Düsseldorf und Schuss. Das ist das 1-0. Diesmal kein Elfmeter-Gegentor, by the way. Ist mal was Schönes. Ist mal eine willkommene Abwechslung. Aber trotzdem halt, wie gesagt, ein Gegentor. Eigentlich auch wieder komplett unnötig. Es ist schon wieder so ein gezielter, pfeilschneller Pass, der durchgekommen ist. Und ich glaube, ja, diesmal war es auf der Seite von Fabian Herbst, der dort einfach nicht war, wo er zu sein hat. Und deswegen müssen wir jetzt mal ganz kurz wechseln, ne? 69. Minute ist sowieso schon, dass die Trillerpfeife von unserem Trainer jetzt noch gar nicht im Maul war, um das Spiel selber zu unterbrechen. Damit wir hier auswechseln können, ist eigentlich schon ein Wunder. Kommen Müller und Krupa kommen rein. Unser Duo, unser Superstar-Duo-Team. Brandt hätte ich jetzt auch als Joker gerne reingebracht, ne? Weil den brauchen wir jetzt wahrscheinlich auch unbedingt. Aber wenn er von Anfang an schon mit dabei ist, dann wird er jetzt hoffentlich uns den heiligen Glimmspan in die Luft halten. Ja, und dafür sorgen, dass wir jetzt hier vielleicht den Test bestehen können. Zum Kopfball! Ach du Scheiße! Was war das denn bitte für ein geisteskranker Kopfball? Gefühlt aus der Seite, aus der letzten Ecke des 16ers flügelt er den Ball da so rein. Das habe ich noch nie gesehen. Was für ein Weltklasse-Kopfball das bitte war. So ein Lupfer-Kopfball auch noch. Da will ich unbedingt die Wiederholung nochmal sehen. Der Keeper hätte gar keine Chancen. Hier, Ao Tanaka, was ein Name. Hier, von da, von Expected Goal 0. Guckt euch das an! Also diese Präzision, kein Keeper der Welt kommt daran. Das ist der beste Kopfball, den du da, glaube ich, hinsetzen kannst. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, wir liegen tatsächlich absolut verdient 2-0 hinten. Wenn sie solche Kisten hier rausknallen, dann ganz ehrlich bin ich zufrieden damit, hinten zu liegen. Ja komm, Laurent kommt rein, damit wir jetzt hier nicht noch irgendwie, ja weiß ich nicht, noch schlimmer irgendwie verlieren. Was wir sonst machen können, das bleibt für mich tatsächlich ein Rätsel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da jetzt wieder zurückkommen soll. Boah, was ein Zweikampf. Schick ihn oben. Schleusener ist nämlich ins Spiel reingekommen. Schleusener auf dem Weg. Schleusener. Sweaty. Müller. Yes. Hol dir die Pille. Komm. Nimm dir den Ball. Sehr geil. Und auf geht's. 82. Minute. Wir haben noch die Möglichkeit, den Ausgleich hier draufzufahren, Junge. Wie geil war das denn bitte? Warum sind die so offensiv? Das verstehe ich überhaupt nicht. Die führen 2-0 und da steht keiner in der Innenverteidigung. Ein Pass reicht aus und wir stehen irgendwie 3 gegen 1. Das ist eigentlich... Oh, Müller. Jetzt sind wir aber richtig gut drauf, oder was? Komm, schick ihn. Schleusener. Da ist er. Schleusener. Nein. Oh Gott. Das geht besser. Das geht besser, Schleusener. Ich habe dich in die Mannschaft geholt, weil du ein richtig geiler Stürmer bist und nicht, damit du so einen Quatsch machst. 86. Minute. Da, wirklich, wir können dafür sorgen, dass hier in Düsseldorf ein neues Stadion gebaut werden muss. Schleusener, schick ihn los. Ah, wohin ist jetzt die Frage, ne? Wohin? Guck mal, da ist halt nichts. Ah, oh, scheiße. In die Mitte vielleicht Salifu. Und jetzt, wo geht's jetzt hin? Nein, der hat eine Ballannahme, ey. Jetzt wird er mit dem Krückstock laufen. Das kann doch nicht sein. Och, Salifu. Nächstes Spiel spielt er nicht. Das hat er nicht verdient. Nach so einer Leistung. Der ist in diesem Spiel auch irgendwie komplett woanders mit den Gedanken. Eine Minute Nachspielzeit gibt's nur, das ist vorbei. Scheiße.
Ey, wir haben am Ende nochmal richtig gut gekämpft, aber es ist halt einfach zu spät. Wenn du so spät erst anfängst, hier in der Jagd Hasen zu jagen, dann ist klar, dass die Ausbeute nicht gut aussieht. Das große Finale steht bevor, hier gegen Heidenheim. Und lustigerweise, Wegner kommt auf uns zu. Was will der denn von uns? Boss, ich würde im letzten Heimspiel gerne nochmal auflaufen, damit ich mich von den Fans verabschieden kann. Hoffentlich ist das machbar. Oh Gottchen, ist das süß. Ey, jeder VfB Oldenburg-Fan da draußen, dem müsste doch jetzt eigentlich ein Herz aufgehen. Max Wegener, der eigentliche Capitano der Mannschaft, ne, der ehemalige zumindest bei uns in der Karriere, der möchte unbedingt nochmal vor den Fans auflaufen. Und ganz ehrlich, das ist doch super süß von ihm. Ja, er hat nur eine 53 Stärke, aber den kann man im Spiel, glaube ich, mit reinnehmen. Ich sage ihn aber gerne doch, das werde ich ihm auf jeden Fall ermöglichen. Ist ja jemand, der seine Fußballschuhe an den Nagel hängt hier in diesem Spiel oder nach diesem Spiel besser gesagt, da hat er es auch absolut verdient, sind wir mal ganz ehrlich. Und ich habe auch schon eine Idee, wie ich das machen werde. Wir gehen erstmal rein. Das Schöne ist auch, guck mal, sogar Spieltag? Ja, das kenne ich doch schon, FIFA. Warum willst du mir das erklären? Die Sache ist, wir sind im Marschwegstadion. Umso schöner ist es dann auch für die gesamte Mannschaft. Und ich glaube, Stark ist aber eigentlich auch jemand, der... Ich kenne das Spiel, FIFA. Du brauchst mir nicht alles nochmal erklären. Stark ist eigentlich auch jemand, der, glaube ich, die Fußballschuhe an den Nagel hängt. Wobei, nee, Appia oder Starke? Weiß ich jetzt. Nee, Appia auf jeden Fall. Aber Marcel Appia, weiß ich nicht. Der wollte auch nicht unbedingt, der ist auch nicht wirklich zufrieden. Wegner ist noch zufrieden und dem will ich das, wie gesagt, ermöglichen. Und ich mache das so, dass ich tatsächlich sogar Mielitz rausnehme. Weil wann gab es mal die Situation, dass wir einen Keeper gebraucht haben, ne? Ganz ehrlich. Und deswegen, ich glaube, für so ein letztes Spiel können wir das mal ruhig machen. Ich will Deichmann mitnehmen. Ich habe ja schon gesagt, Salifu wird nicht spielen. Das hat er sich nach der Leistung nicht verdient. Der war wirklich nicht gut. Keller selbstverständlich muss von Anfang an spielen. Tut mir echt leid, Plautz. Ich bleibe auch weiterhin dabei, dass Plautz ein richtig, richtig guter Spieler ist. Aber Keller macht es einfach ein Tickchen besser, weswegen er auch eher eingesetzt wird. Ja, Krupa über Buchtmann würde ich sogar schon fast sagen. Krasniki lassen wir einfach mal von Anfang an, genauso wie Budgy lassen wir von Anfang an. Und dann ist es eben mein Plan, tatsächlich irgendwann so gegen Ende hin einfach Wegner einzusetzen. Ich weiß nicht, ob wir führen werden. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel hier ablaufen wird. Aber ist mir scheißegal. Wegner, das ist jemand, der ist 35 Jahre alt, ne? Der spielt wahrscheinlich dann irgendwann nur noch in der zweiten Mannschaft oder bei, was ist da in der Nähe, bei Bramsche oder sowas, spielt er wahrscheinlich dann nur noch Fußball. Aber ja, komm, ne? Das gönnen wir ihm, glaube ich, einfach mal. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf ins letzte Spiel hier in dieser Saison mit dem VfB Oldenburg. Wir können es nochmal genießen hier an so einem schönen Nachmittag, was ein tolles Wetter und es haben sich extrem viele Fans versammelt vom VfB Oldenburg, um hier nochmal das letzte Spiel zu genießen. Es ist die erste Zweitliga-Bundessaison, ist auch eine geile Sache, zweite Bundesliga-Saison nach zig Jahren für den VfB Oldenburg. Ich glaube, über 25 Jahre ist das schon her, 30 Jahre, wenn nicht sogar schon. Und umso schöner ist es natürlich auch mit euch gemeinsam hier in der Karriere wieder in der zweiten Bundesliga zu stehen mit dieser Mannschaft, mit dieser ach so tollen Mannschaft, die ich doch tatsächlich hier ja, bedienen darf als Trainer. Und wir können nochmal direkt hier mal einen Angriff starten. Guck mal, wie schnell das hier geht, wenn wir von Nalcik an dem nach vorne schicken. Und der bringt mal direkt die Flagge rein, wo halt keiner steht. Badji weiß halt eben noch nicht so ganz genau, wo er zu stehen hat als Stürmer. Ist halt eben noch ein Flügelspieler. Kann man ihn noch nicht so für übel nehmen. Auch Keller. Auch schön läuft das hier. Und jetzt wieder in die Mitte gespielt. Da ist Deichmann. Schön gespielt auf Krupa. Krupa mal mit dem Innenriss. Und der geht irgendwie rein. Ich glaube, der war sogar abgefälscht. Und nach 5 Minuten nur führen wir schon mit 1-0. Ey, besser geht's doch gar nicht, oder? Wir sind so beflügelt hier in diesem Spiel. Das ist schon wieder eine komplette Kehrtwende zu den letzten Spielen, die wir jetzt vor diesem Spiel eben hatten. Und da rasten sie alle aus, die VfB Oldenburg-Fans. Aber was auch für ein geiler Angriff. Deichmann wieder vorne mit dabei. Und hier müsste, glaube ich, abgefälscht sein, tatsächlich, ja. Sehr, sehr glücklich abgefälscht hier von der Nummer 6 von Heidenheim. Da werden sie sich echt ins Fäustchen ärgern. Ja, hier. Bonk. Ja, das nächste Mal weniger Bier trinken, ne? Dann hast du nicht so eine Plauze da vorne, damit das nicht abgefälscht wird. Also bis auf dieses 1-0 ist das aber auch bisher ein echt, echt langweiliges Match hier. Wobei man sagen muss, jetzt kommt Heidenheim mal endlich nach vorne. Das hat auch extrem lang gedauert. Und genau, das sind 40 Minuten in der Partie hat es gedauert, bis Heidenheim mal vernünftig nach vorne kommt. Aber die trauen sich ja immer noch nicht so wirklich. Und da haben sie auch schon wieder den Ball verpasst. Und jetzt, ja, wie soll ich sagen, gehen wir halt eben wieder den Angriff. Ah, das war vielleicht ein bisschen sehr optimistisch von mir, da einfach den Ball halt eben hochzuzünden an Budgie. Aber ich vertraue halt immer noch, dass Budgie mit ziemlich viel Körperkraft und ja, eben auch seine Geschwindigkeit da irgendwann auch mal durchkommt. Wir haben jetzt gleich wahrscheinlich schon die Pausensituation und es ist nach dem 1-0, wie gesagt, zu keiner wirklichen Offensivaktion gekommen. Vielleicht mal hier jetzt die Möglichkeit für Heidenheim, den ersten Schuss hier in der Partie abzusetzen. Das sieht auch gut aus. Und da ist er auch, ein Lotka. Meine Güte, mach's doch nicht so spannend. Der hätte da eigentlich viel, viel einfacher rankommen müssen. Der hat den wirklich last minute mehr oder weniger noch weggecheckt. Und jetzt gibt's nochmal eine Eckball-Situation. Eigentlich unnötig. Jan-Niklas Beste bringt die Pille rein. Mainka möchte den mitnehmen. Wir können es abwehren bis jetzt, bis zu der ja, Volley-Situation. Aber Jovanovic kickt den jetzt einfach mal nach vorne. Und das müsste jetzt auch abgepfiffen werden. So ist es auch. Kurz abduschen, ne? Mit einer Wasserflasche im Gesicht, ihr kennt das. Nochmal kurze Motivationsansprache in der Halbzeit und dann hoffentlich hier 3 Punkte zum Saisonfinale für uns an die Tabelle bringen.
Oh mein Gott, Müller mit einem Fehler und Badji nutzt das Ganze aus. Endlich, da ist es passiert, dass der Keeper mit einem rabenschwarzen Fehler um die Ecke kommt und dann machen wir die Pille halt verdientermaßen rein. Da köpft er die Eckfahne, weißt du, um dem Keeper eine Kopfnuss damit zu verpassen. Oh mein Gott, Badji belohnt sich auch nochmal hier zum Saisonfinale. Ist das schön, ey, aber mit so einem wirklich rabenschwarzen Fehler. Hier sehen wir Müller nämlich hier mit dem Pass. Badji hat das gerochen, hier nimmt die Pille an, macht's ruhig mit der Innenseite. Gar nicht irgendwelche Spirenzchen oder so. Gut, das müssen wir uns eigentlich nicht anschauen. Das war natürlich ein Tor wie jedes andere. Mit sehr, sehr viel Glück. Aber das haben wir uns auch verdient. Nachdem es gegen Fortuna, ne, der Göttin der... Alter, was ist denn los mit Heidenheim? Was machen die denn hier bitte für eine Scheiße? Das kannst du auch wieder keinem erzählen, was die hier wieder betreiben. Aber auf jeden Fall keinen guten Fußball gerade. Wie gesagt, auch Offensivaktionen bleiben komplett aus. Wahrscheinlich wissen die, für die geht es um gar nichts mehr. Und das ist denen eigentlich relativ... Was ein dreckiger Pass. Und das ist denen eigentlich auch relativ egal, was hier in dem Spiel passiert. Vielleicht gönnen sie es uns ja auch einfach vor den eigenen Fans und so dann doch jemand ein gutes Spiel hier abzuliefern. Oh, Keller, das ist doch wieder eine Leistung von dem Kern. Aber wo wollen wir denn aber hin, ist jetzt die Frage. Komm, wir machen mal einen Seitenwechsel. Endure, wir machen es mal ruhig. Wir spielen ja einen langen Haferfußball. Wir müssen jetzt hier nicht mit Passstaffetten um die Ecke kommen oder sowas, mit Ballbesitzfußball. Und so schon gar nicht. Wenn er Fornalschik nicht mag, kann er das auch gerne mir ansprechen hier im Mannschaftsrat. Muss hier nicht den Pass nicht zuspielen. Oh, Heidenheim ist jetzt auf dem Weg. Bringt er die Mitte. Ja, und Lotka macht sein Füßchen da rein. Wisst ihr was? Ist eine gute Zeit, oder? 73. Minute, Badji hat schon ein Tor geschossen. Wir bringen Wegner rein. Max Wegner, stellt euch vor, der schießt hier ein Tor auch noch. Boah, die Bude hier würde brennen. Wir brauchen auf jeden Fall ein neues Stadion da irgendwo in Donnerschwee. Das sage ich euch. Komm, Brand kommt auch rein. Wir bringen Plautz auch nochmal rein. Der kriegt ein bisschen Spielzeit. Schmidt wird uns wahrscheinlich sowieso im nächsten Jahr verlassen, weil er ziemlich unglücklich bei uns ist. Aber dann kriegt er eben nochmal ein bisschen Spielzeit bei uns. Warum denn nicht? Schmidt wird sich bestimmt auch mal freuen, dann tatsächlich nochmal spielen zu dürfen, bevor er wahrscheinlich dann nicht mehr eingesetzt wird bei uns. Und dieser Einsatz von Fornalschik ist auch mal schön gesehen. Kommt er da noch sogar ran? Nee, leider nicht. Hoffentlich können wir den Ball gleich mal so abwehren, dass hier auch die Wechsel vollzogen werden. Oh Gott! In die Mitte gespielt. Guck, oh, Lotka, Junge, der ist so krass. Komm ran, ran. Nee, wir haben immer noch nicht den Ball. Ja, da ist es. Jetzt geht's aufwärts. Mit Fornalschik. Nochmal ein Angriff? Warum denn nicht, ne? Badji ist unterwegs. Schick ihn. Nein, das sah doch nicht gut aus. Und bei Badji? Oh, Mann, können wir den Ball einfach mal nach draußen spielen? Wisst ihr was? Ich hab einen Plan. Ja, das macht ihr gut. Die haben auf mich gehört. Nein, was machst du denn da, Lotka? Ich wollte den Ball annehmen. Komm, jetzt. Kick den einfach raus. So. Irgendein Ordner da jetzt eben kurz filetiert. Und jetzt werden die Wechsel vollzogen. Jetzt sehen wir Wegner nochmal auf dem Platz. Der freut sich. Der freut sich doch. Der kann am Ende dann nochmal ein bisschen Beifall hier von den Fans mitnehmen und so. Da kann er nochmal hier einmal ums Stadion laufen, joggen. Als Trainingseinheit und als Abstiegseinheit. Das lohnt sich auf jeden Fall für ihn. Da bin ich mir sicher, da wird er sich freuen. So, was haben wir jetzt hier mit Schöppner? Jetzt auf einmal ist Heidenheim aber richtig heiß oder was? Jo, und wie? Die sind jetzt richtig gebügelt oder was? Was ist denn hier los? Und noch ein Fehler? Was? Nee, es war ein... Okay, alles klar. Ich dachte nämlich schon Vorteil gegen uns. Aber für uns ist tatsächlich dann etwas, was ich lieber nehme. Mit Großhand tatsächlich. Appreciate ich sehr. Und jetzt fahren wir los. Komm, Wegner, hast du noch Lust zu laufen? Komm, Wegner. Oh, da hat er einen Ballkontakt. Wie er den annimmt. Habt ihr das gesehen? Der wird umgemäht. Aber es müsste ein Einwurf für uns trotzdem sein. Ist es tatsächlich. Ich möchte eigentlich... Boah, stellt euch vor, Wegner macht hier ein Tor. Oh, man darf doch mal träumen im Fußball, oder? Wo soll ich ihn hinwerfen? Das ist überall Katzenwache. Jetzt hier. Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Das Spiel ist so broken. Und wo passt der denn bitte hin? Komm, Laura. Wir bringen ihn nochmal auf Wegner. Ah, wobei, der wird jetzt wahrscheinlich abpfeifen. Wegner! Wo bist du? Ah, schade. Nee, jetzt wird er abpfeifen. Egal, wir haben 2:0 gewonnen zum Saisonfinale. Das ist doch das, was zählt. Wir haben 3 Punkte am Ende nochmal geholt. Es ist auch schön, dass wir hier so einen Superstar, eine Vereinslegende wie Wegner verabschieden können. Und da sind wir in unserer Tracht. Ach, das ist so wieder so schön mit anzusehen. Vielleicht gibt es sogar eine kleine Szene oder sowas mit Wegner, wenn das Spiel das irgendwie registrieren kann. Ist er da irgendwo in der Mitte? Ich kann es jetzt gerade nicht sehen. Wir sehen auf jeden Fall Badji, unseren Torschützen, unseren neugeborenen Stürmer für die Mannschaft, der seinen Job wirklich super ausführt. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, es war die beste Entscheidung hier, dass wir uns ja dazu entschieden haben, ihn als Stürmer einzusetzen. Aber es sieht nicht danach aus. Nein. Wegner wird hier nicht verabschiedet. Aber die News wissen natürlich darüber Bescheid, haben auch direkt ein Interview mit ihm forciert und da sehen wir, für Max Wegner war es der allerletzte Auftritt vor heimischer Kulisse. Der 35-Jährige ist einfach nicht mehr gewillt, noch eine harte Vorbereitung über sich ergehen zu lassen. Ich hatte eine klasse Karriere, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, abzutreten und den Jüngeren das Feld zu überlassen, so der Oldenburg-Spieler. Max Wegner, ich bin mir sicher, irgendwo im Stadion, irgendwo bei uns noch in der... Weiß ich nicht, Vereinsposition oder so wird sich noch frei machen für dich. Ich bin mir sicher, du kannst irgendwo bei uns noch unterkommen. Von daher mach dich hier nicht so lang. Ja, du wirst auf jeden Fall, denke ich mal, in den Herzen unserer VfB Oldenburg-Fans noch da sein. Und wie gesagt, vielleicht kann er ja noch, weiß ich nicht, Platzwart werden. Wer weiß. Und wir haben noch mal etwas im Posteingang, wie ich sehe, im Spielerchat. Oh, Jovanovic.
Hallo Boss, ich wollte mich nur bedanken. Mein Gespräch mit Ihnen war natürlich auch ein Risiko, aber Sie haben mir zugehört. Dafür danke ich Ihnen. Bei uns läuft es in letzter Zeit besser und die Stimmung in der Mannschaft ist auch deutlich besser geworden. Ich sage einfach mal, es freut mich, dass wir drüber gesprochen haben. Jovanovic, vor allem er. Ich konnte mir keinen besseren Kapitän vorstellen und der wurde von euch ja tatsächlich ausgewählt. Das ist ja ein Kapitän, der durch die Fans, also von euch direkt eben gewählt worden ist und es ist halt schön zu sehen, dass es auch Früchte trägt, weil er macht seinen Job extrem gut. Wir simulieren jetzt noch ein bisschen nach vorne. Wir sehen, Jugendspieler will weg. Elias Müller. Wer ist denn der Elias Müller? Ja, FIFA. Ich weiß doch, wie das funktioniert. Elias Müller. Ach, unser Torwart. Ja, will ich den unbedingt behalten, ist die Frage, ne? 59 Stärke nur noch. Ich bin mir ziemlich sicher, wir kriegen einen besseren Torwart, wenn wir unsere Jugend, Stäbe losschicken. Ich bin mir nämlich ehrlich gesagt nicht sicher, ob aus dem noch irgendwas wird. Mir wurde außerdem, glaube ich, in die Kommentare geschrieben, dass auch aus Bas Jakobs nichts mehr wird. Von daher werde ich ihn einfach mal freigeben, weil es mir geschrieben worden ist. Und bei Elias Müller, ja, so ein zweischneidiges Schwert. Ich weiß halt auch wirklich nicht. Der ist schon lange bei uns. Ein Plan hat er auch schon die ganze Zeit bei uns durchgepusht. Ob wir viel Geld für ihn bekommen, wenn wir ihn verkaufen, mag ich zu bezweifeln. Von daher, ich glaube, freigeben ist ja auch die beste Wahl. Wir kriegen einen besseren Torhüter, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Von daher soll er dann halt eben ruhig von dannen ziehen. Und ich nutze eben die Gelegenheit, um hier im Jugendstab reinzuschauen. Gibt es jemanden, den ich wieder losschicken kann? Oder sind die alle? Nee, die alle sind auch unterwegs. Von daher hoffe ich, dass hier der Leon Maas hoffentlich einen Torwart für uns halt eben finden kann. Nachdem die anderen ja alle Stürmer suchen. So, andere Ligen will ich mit euch gemeinsam reinschauen. Warum? Denn jetzt ist ja das Finale da gewesen. Jetzt können wir eben ganz kurz gucken, wie es am Ende geworden ist. Wir sehen Bayern München 105 Niederlagen. Wie haben die das denn gekriegt? Hatten die nicht nur eine einzige Niederlage, als wir das letzte Mal geschaut haben? Haben die jetzt tatsächlich... Wollt ihr mir erzählen, dass die jetzt tatsächlich am Ende alle Spiele verloren haben, die noch übrig geblieben sind? Der TSG Hoffenheim ist auf Platz 2. Und 100 Tore hatten die nicht irgendwie 73 Tore nur? Hä? What the fuck? Und hatte Bayern nicht irgendwie 80 Punkte oder sowas? Oder verwechsel ich das gerade mit irgendwas? Sah die Tabelle nicht komplett anders aus? Wait. Hä? Die hatten irgendwie 77 Tore oder sowas bei 30 Spieltagen. Jetzt wollt ihr mir erzählen, dass die über 20 Tore in 4 Spieltagen noch erzielt haben und alle 4 verloren haben oder was? Was ist das denn für ein Bug? Also so sah das auf jeden Fall nicht aus. Wir können das vergleichen. Und wir sehen, Bremen ist abgestiegen. Wir spielen nächste Saison mit Werder Bremen. Ich glaub's nicht. Und Nürnberg war auf jeden Fall abgestiegen. Die hat noch nur 18 Punkte oder sowas gehabt. Was ist das denn für ein komischer Bug? WTF, das habe ich noch nie gesehen. Und was geht hier mit der dritten Liga ab? Dynamo Dresden steigt auf. Scheiße, Alter, wir haben Markus Anfang wieder in der Bude. Und ansonsten sehen wir hier unten, ja, Freiburg, Bayreuth und Dortmund ganz unten. Wer steigt noch mit auf? Ingolstadt, sehr cool mitzusehen. Saarbrücken hat es hochgeschafft. Das freut mich auch sehr zu sehen. Jetzt wäre es ganz schön, sowas wie DFB-Pokal oder so mal zu überprüfen. Habe ich gerade eigentlich hier gesehen, Bigalke? Nee, das ist Lakenmacher. Finn Lakenmacher. Ich dachte gerade beim Vorbeigehen, das wäre Sascha Bigalke. Auch ein cooler Spieler übrigens. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich will jetzt nämlich gemeinsam mit euch in die anderen Turniere reinschauen. Selbstverständlich, um zu gucken, wie es da so lief. Zum Beispiel DFB-Pokal. Und wir sehen... Borussia Dortmund gewinnt den DFB-Pokal. Cool mit anzusehen. Sehr spannendes Finale anscheinend gegen Leverkusen. 4:3 nach Elfmeterschießen. Wo ist Bayern denn rausgeflogen? Ach hier, 2:1 gegen Leverkusen verloren. Und wir sehen auch außerdem, der SC Freiburg gewinnt hier tatsächlich gegen Werder Bremen. Werder Bremen bis ins Viertelfinale geschafft. Auch sehr cool. Dann schauen wir eben ganz kurz rein in erstmal die Conference League, die ja auch abgehalten worden ist. Das wird noch gespielt. Okay, dann würde ich sagen, simulieren wir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter nach vorne, dass wir das hier nicht verpassen. Und dass wir da sehen können, wer da so alles gewinnt. Ich hoffe, die News spoilern mich jetzt gleich nicht. Monatliches Scouting-Update kommt auch nochmal rein. Hier sehen wir es, auslaufende Spielerverträge. Manfred Starke wird nicht verlängert, genauso wie Marcel Appia. Appia weiß ich, dass er die Karriere beendet. Bei Starke bin ich mir nicht sicher. Wird aber, denke ich mal, auch nicht lange spielen. Und hier schauen wir nochmal ganz kurz rein. Kowalczyk auf gar keinen Fall. Genauso wie Baran auf gar keinen Fall. Nee. Ach, zum Ende hin keine geilen Spieler. Das wäre natürlich nochmal hier so das i-Tüpfelchen gewesen, wenn wir hier nochmal richtig geile Spieler an den Mann bringen. Wie zum Beispiel Anton Meyer. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Bis 94 Qualität. Habt ihr ja gesagt, soll ich trotzdem mitnehmen, weil die können trotzdem ziemlich gut werden. Vielleicht sogar Positionswechsel. Lukas Keller. Noch einer der Kellerbrüder. Wie viele Geschwister hast du denn, Nick? Ich hole sie alle. Ich hole deine ganze Familie, wenn es sein muss. Oh Gott, ich muss husten. Christus Maria. Da will ich auf jeden Fall nochmal reinluschern, bevor wir irgendwas hier beenden. Und zwar müsste das er hier gewesen sein. Oh, warte mal, hier oben, Sommer-Positionswechselmöglichkeit, aber wir sehen erstmal unseren Lukas Keller, ist ein Stürmer, 1,81 Meter, ist schon eine bessere Größe, mit der wir im Sturm auch was anfangen können. Der hat auch ein hohes Tempo, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Ja, Tempo, Schießen, Dribbling, bin ich ganz ehrlich mit euch, aus dem lässt sich auch nochmal was machen, hätte ich schon fast gemeint. Und wenn wir seinen Schuss noch weiter erhöhen und sein Dribbling noch so ein bisschen, ich mach mal Knipser bei dem, der kann tatsächlich was werden. Wir lassen es einfach mal bei Stürmer. Wobei ich kann mir vorstellen, dass Mittelstürmer bei dem ein bisschen besser funktioniert. Und wir schauen eben ganz kurz bei unserem Sommer rein und sehen jetzt, ja, es hat sich gar nichts verändert. Aber ich bin ganz ehrlich mit euch, ein Versuch war es zumindest wert.
Ja, inverser Flügelmittelfeldspieler, würde seinen schwachen Fuß erhöhen, dauert 10 Wochen. Ja, sein Dribbling erhöhen wäre ganz cool, ne? Verteidigung weiß ich jetzt nicht. Ja, Geschwindigkeit und Dribbling wäre ganz nice. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Dann eher Flügel-Mittelfeldspieler, hätte ich gesagt. Das bringt ein bisschen Dribbling hoch und so. Ja, ist okay. Wir gucken mal, was aus diesem Sommer noch so werden kann. Ob wir mit dem noch irgendwann im Sommer agieren werden, wenn ihr versteht. Jetzt gucken wir aber ganz fix hier rein. Büro, Kalender. Und jetzt müsste eigentlich schon mittlerweile sowohl die Conference, nicht Kalender, was mache ich denn hier? Tabelle, Gott, die ist ja bei der Zentrale. Ja, wie lange spiele ich schon FIFA? Wie viele Folgen haben wir hier schon? 24 müssen es, glaube ich, sein. Ich habe das immer noch nicht drauf. Ja, was? Die Conference League. Und da sehen wir Tottenham Hotspur. Das sind die Sieger. Ja, sehr schön, jemand anzusehen gegen Real Sociedad. Haben sich 2-1 im Finale durchgesetzt. Alter, K-Agent. Gesamtergebnis 3-4 gegen Tottenham. Was für eine kranke Mannschaft das auf einmal geworden ist. Wahnsinn. Kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich, ne? Die schaffen es bis ins Halbfinale. Wahrscheinlich der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Weiß ich jetzt nicht, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Wahrscheinlich liege ich damit absolut falsch. Roma gewinnt hier tatsächlich 2-1. Hat die Europa League gewonnen gegen Stade Rennes. Auch sehr cool. Augsburg hat es geschafft bis ins Halbfinale. Augsburg, wem willst du das erzählen? Der FC Augsburg mit Gikiewicz oder wie der nochmal heißt, der polnische Keeper, den alle hassen. Wahnsinn, Halbfinale. Bayern München in der Europa League. Was habe ich denn verpasst? Das habe ich ja komplett, was ist denn hier passiert, bitte? Bayern München, sind die in der Champions League rausgeflogen oder was? Och Gottchen, Bayern München. Ihr macht euch aber ein bisschen auch gerade zum Gespött, zur Lachnummer. Inter Mailand, also krass. Italien hat sehr viel abgeräumt, also extrem viel abgeräumt. Guck mal, im Finale sitzt auch nochmal Juventus Turin, also... Ja, Italiens Jahr war es auf jeden Fall. PSG haben sie rausgekegelt, genauso wie Manchester United. Und wo ist die letzte deutsche Mannschaft? Nicht mal, sogar Braga hat es davor geschafft. Ajax Amsterdam hat fast Real Madrid rausgebracht. Wahnsinn. Unvorstellbar. Coole Saison dann auf jeden Fall. Habe ich es gerade richtig gesehen, dass wir Europameisterschaft theoretisch auch hätten gucken können? Ich weiß gar nicht, wer da überhaupt Meister geworden ist. Europameisterschaft tatsächlich. Ach, die spielen jetzt erst noch. I see. Dann müssen wir da halt eben auch noch mal ein bisschen warten. Ja, Freunde. Und dann sehen wir nochmal ein monatliches Scouting-Update aus Frankreich. Ich weiß nicht. Potenzial 90 müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt mitnehmen, wenn da nicht schon der Wert eben stimmt, genauso wie 91, weiß ich nicht. Da gibt es auf jeden Fall bessere, durchaus bessere, die man da nehmen kann. Und ich glaube, hier war nur noch das Update bei uns aus der Jugendakademie. Ja, wie gesagt, ich bin sehr froh, wenn gleich die Episode vorbei ist, sodass ich meinen Hals ein bisschen mehr schonen kann. Aber es ist natürlich auch mit so einer kleinen Träne, wenn ich ehrlich bin, weil wir haben es geschafft, die zweite Saison hier schon bei uns in der Karriere zu beenden. Und das bedeutet für uns, dass wir uns jetzt konzentrieren müssen auf die dritte Saison schon in diesem Projekt. Jovanovic wird nochmal nach Kroatien geschickt. Und das heißt für uns, ihr wisst es, Tabellenplatz 12 zu entweder der 1 oder zu der 2 zu machen. Vielleicht auch zu der 3 und dann Relegation spielen. Das ist aber dann mit zitternden Knien tatsächlich zu beäugeln. Von daher hoffe ich, dass wir den Direktaufstieg diesmal schaffen, denn ich möchte mit dem VfB Oldenburg selbstverständlich in die Bundesliga aufsteigen. Wenn euch diese Karriere hier weiterhin gefällt, freut es mich natürlich, euch dann auch in der nächsten Saison begrüßen zu dürfen. Moment. Posteingang. Halt. Nein, da will ich noch reingehen. Das ist ein Jugend-Scouting-Update. Ja, erstmal kommen die ganzen Laien wieder zurück. Da bin ich auch sehr gespannt, wie die sich geschlagen haben. Das schauen wir uns dann auch an in der nächsten Episode. Malinowski, wahrscheinlich eher nicht. Wenn, dann müssen die schon so bis 94 Stärke haben, damit ich die wirklich in Erwägung ziehe. Was haben wir hier? Ja, ihn zum Beispiel. Moritz Wagner verpflichten wir. Noch ein Keller. Die ganze Familie wird hier hergeholt. Ach, ich nehme den einfach aus Jux und Völlerei, einfach nur, weil es lustig ist. Den muss ich eigentlich nehmen. Also den abzulehnen wäre ja wirklich frech. Oh, der könnte krass werden. Mika Hartmann. Ich könnte natürlich jetzt einen unangebrachten Joke bringen, aber oh, wir können uns die ja noch gar nicht mehr anschauen, weil wir hier schon am letzten Tag sind. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich gelaufen. Egal, machen wir dann, wie gesagt, in der nächsten Episode, also in der dritten Saison hier mit dem VfB Oldenburg. Wenn euch das Ganze gefallen hat, Däumchen, mein Träumchen. Wir sehen uns dann. Macht's gut bis dahin und tschüss. Ich wünsche noch was.